Abgeordnete Nessler zu Wort gemeldet. Bitte. Danke, Herr Präsident. Geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Zuseher und Zuseherinnen. Ich mache es kurz zum Schluss. Es geht um das Mutterschutzgesetz, es geht um die Verlängerung der Freistellung für Schwangere. Aber was sich auch ändert, ist, dass die Freistellung jetzt auch für Schwangere gilt, die geimpft sind, anders als es der Kollege Loacker behauptet hat. Und noch zum Kollegen Loacker: Es ist schon befremdlich, wenn ein Mann erklärt, dass Frauen die Freistellung in Anspruch nehmen, weil sie verunsichert sind, das tun, weil sie nicht arbeiten gehen wollen. Also das hat schon eine gewisse Absurdität und vielleicht mag man sich solche Aussagen einfach sparen. Die Kollegin von der ÖVP hat schon angesprochen, es geht um die Sonderfreistellung von werdenden Müttern ab der 14. Schwangerschaftswoche. Und wir wissen, dass Schwangere besonders gefährdet sind, wenn es um das Coronavirus geht, sowohl für die Mutter als auch für das ungeborene Kind oder geborene Kind. Und wir können alle die tragischen Fälle, wo Babys an Beatmungsgeräten angeschlossen sind, ich glaube, diese traurigen Bilder haben wir alle noch im Kopf. Und bei all den tragischen Fällen zieht sich dasselbe Muster durch. Ende November wurde bekannt gegeben, dass im Wiener Krankenhaus 400 Schwangere wegen Covid behandelt werden mussten, die nicht geimpft sind. Und daher ist klar, dass auch bei einer Freistellung von Ungeimpften das keine Exit-Strategie ist, sondern, auch wenn ich mich hier oft wiederhole, aber es ist wichtig, dass sich Frauen, die einen Kinderwunsch haben, dass sich Frauen, die schwanger sind, impfen lassen. Und allein schon deswegen, weil das Risiko einer Fehlgeburt im Falle einer Infektion leider dreimal so hoch ist wie bei Nicht-Infizierten. Und die neuesten Studien zeigen auch ganz deutlich, dass sich die sogenannten mütterlichen Antikörper positiv auf das Baby auswirkt, das sich ja nicht impfen lassen kann. Und noch eines zum Schluss. Es ist ja nicht einfach, in der Pandemie schwanger zu sein, ein Kind zu bekommen, weil die Verunsicherung einfach größer ist. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie leben jetzt in der Ukraine. Ich glaube, das ist für uns alle hierin unvorstellbar. Und wir wissen, dass Kinder, dass Frauen zu den vulnerabelsten Gruppen gehören. Und daher ist es unsere menschliche Pflicht, dass wir hier humanitäre Hilfe leisten werden. Dankeschön.